Aufgabe 2: Solaranlagen. Eine Gemeinde unterstützt den Neubau von Solaranlagen in H-Haushalten mit jeweils P% der Anschaffungskosten, wobei das arithmetische Mittel der Anschaffungskosten für eine Solaranlage für einen Haushalt in dieser Gemeinde E-Euro beträgt. Aufgabenstellung: Interpretieren Sie den Term H mal E mal P durch 100 im angegebenen Kontext. Ich beginne bei dem Term, indem ich mir die einzelnen Buchstaben hervorhebe, die einzelnen Variablen, und betrachte, wofür sie im Text stehen. H steht für die Haushalte. Dann gehen wir zum nächsten. Wir haben dann auch noch E. Das steht für die Euro, die für Solaranlagen ausgegeben werden, also für die Anschaffungskosten für eine Solaranlage. Und dann haben wir noch die P-Prozent, die dafür stehen, wie viel Prozent der Ausgaben für Solaranlagen die Gemeinde übernimmt. Das heißt, wenn wir das Gesamt betrachten, erhalten wir für den Term Haushalte mal Euro für die Solaranlagen mal den Prozentsatz, den die Gemeinde übernimmt, durch 100. Das heißt, insgesamt gibt der Term wieder, wie viel die Gemeinde insgesamt für die Solaranlagen ausgibt. Dafür müssen wir uns noch einen Antwortsatz überlegen und dabei seid ihr relativ frei. Bei mir gelange ich zu folgendem Ergebnis: Gesamtkosten, die die Gemeinde an den Solaranlagen übernimmt. Das wäre Aufgabe 2.